Ja, hallo und herzlich willkommen zum 24. Teil des Campervan-Ausbaus. Es geht endlich weiter. Hurra! Ja, ich muss mich heute eine Sache annehmen, die ich auch schon ein bisschen länger aufgeschoben habe, beziehungsweise was auch TÜV-relevant ist, und zwar meine Reifen müssen gewechselt werden. Ich habe es gehofft, dass ich es noch bis zum nächsten Jahr aufschieben kann, aber leider habe ich mir mehr oder minder hier und da mal einen Nagel eingefahren. Und der rechte Vorderreifen, der lässt momentan komplett Luft. Also ich muss ihn gefühlt alle 2 Tage wieder aufpumpen. Auch der linke ist ein Nagel drin, den habe ich schon gefunden. Der steckt aber so weit drin, dass ich ihn, nicht rausziehen muss und ja keine Luft lässt. Aber wie gesagt, es ist TÜV-relevant, es sind noch 3 Monate bis zum TÜV. Also habe ich mir gesagt, nutze ich gleich die Gelegenheit und baue jetzt die Reifen neu an, beziehungsweise hole gleich dazu ein paar schöne Felgen, um auch das Auto ein bisschen hübsch zu machen. Das erwartet ihr auf jeden Fall einen Teil, wie ich mich hier durchquälen werde. Ich freue mich auf jeden Fall schon, weil das auch optisch definitiv einen Unterschied machen wird. Wenn man überlegt, wie vorher die Felgen aussahen und die Reifen, die waren, wie gesagt, die sind wirklich komplett im Arsch. Mit denen darf man eigentlich gar nicht mehr Auto fahren, glaube ich. Egal, heute werden sie ja gewechselt. Deswegen, ich nutze den schönen Tag. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Baufortschritt. Und dann hole ich euch dazu. Und dann schauen wir mal, was wir die nächsten Tage sonst noch zu schaffen zu bauen. Ne? Also in dem Sinne, bis gleich. Ja, hallo. Also ich habe jetzt schon angefangen, so die ersten Bolzen zu lösen beim Camper und habe ja mir neue Reifen geholt und die möchte ich euch gerne mal zeigen. Ihr seht schon im Hintergrund, das sind die neuen guten Stücke und zwar von Ramto. Den Typ weiß ich jetzt nicht ganz genau, werde ich einfach mal kurz einblenden, damit ihr Bescheid wisst. Das sind jedenfalls schöne schwarze Felgen und dazu gleich mit All-Terrain-Bereifung. Das sind die AT Krabber 3. Das Schöne an denen, wie gesagt, die sind erstmal ganz Jahres geeignet. Ihr müsst auch irgendwo, da ist das Symbol, was momentan notwendig ist, da man ja in Deutschland gesetzlich verpflichtet ist, von Oktober bis April, glaube ich, war das in etwa, solche Reifen zu fahren, sonst kriegt man halt ein Bußgeld. Und das Schöne ist, wie gesagt, ist ein All-Terrain, heißt, man kann auch mal außerhalb einer Asphaltstrecke fahren und hat ordentlich Grip. Ich zeige euch mal ein schönes Profil, das ist schon was Feines. Also ich bin ja doch mal ab und zu mal auf Feldwegen unterwegs und wenn ich auch woanders mit dem Fahrzeug stehe, alternative Schlafplätze suche, also eigentlich schon mal perfekt. Die Größen habe ich gleich genommen, ich gehe mal kurz so rum. Yep. Und zwar die 235er, 65er und R16. Meine Originalfelgen waren, glaube ich, sogar ein bisschen kleiner, bin mir nicht ganz sicher. Spielt aber keine Rolle. Ich habe einfach wirklich meine Maximalbereifung genommen, die bei mir in den Papieren drin standen, damit ich einfach jetzt keine weiteren TÜV-Eintragungen brauche. Also ich habe das wirklich ausgereift. Somit kann ich die Dinge einbauen, habe ein Teilgutachten auch für die Felgen selber, für meinen Crafter. Somit, wie gesagt, kann ich die einfach verbauen, muss ich extra nochmal zum TÜV und irgendeine Eintragung machen lassen. Also wirklich, habe das ausgereizt. Weil für alles andere hätte ich dann meine Karosserie verbreitern müssen, beziehungsweise halt Verbreitungsteile anbauen müssen und hätte vielleicht eventuell noch eine separate Abnahme machen müssen, wo ich einfach keinen Bock habe. Und es ist ja auch nicht notwendig. Wie gesagt, es soll ja das Auto ein bisschen hübscher aussehen lassen, aber vor allem soll es eins machen, es soll TÜV kriegen, weil meine Reifen, wie sie bisher waren, wirklich absolut nicht mehr in Ordnung sind. Also es war schon wirklich grenzwertig. Also ich habe sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bis zum letzten gefahren. Gut, dementsprechend werde ich aber auch dann, wenn ich ausbaue und euch die zeige, dann noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Dementsprechend würde ich sagen, ich arbeite mal weiter, damit wir vorwärts kommen. Also bis gleich. Ja Leute, jetzt hole ich euch mal dazu zum ersten Baufortschritt. Eigentlich habe ich schon ein bisschen mehr geschafft. Ich habe die Zeit genutzt, während ich die ganzen Akkus geladen habe. Ihr seht ja, ich bin noch ein bisschen verschwitzt und ein bisschen schon dreckig und ja, man sieht schon nach Arbeit aus. Jedenfalls habe ich die Zeit genutzt, schon mal die Reifen bzw. die Schrauben, die Muttern, die Bolzen vorzulösen, weil die extrem fest angezogen waren. Ich habe da auch wirklich bisher bei allen 4 Reifen mit ordentlich Gewalt arbeiten müssen. Habe es aber soweit erstmal angelockert und habe einfach gleich die Gelegenheit genutzt, vorne rechts das Rad zu tauschen. Jetzt seht ihr schon mal die Ramto-Felge in ihrem ursprünglichen Zustand, also in ihrem entsprechenden Zustand, wie es nachher sein wird, mit den schönen AT Krabber Offroad-Terrain-Reifen. Sieht schon ziemlich geil aus, wenn man das vergleicht mit den vorherigen Reifen. Aber da mache ich nachher noch so einen Vorher-Nachher-Vergleich. Aber es war wirklich bitter notwendig, die Reifen zu tauschen, denn mit denen, so wie ich sie bisher hatte, hätte ich sie eh nicht mehr durch den TÜV gekriegt. Jetzt zeige ich euch mal das alte Ding. Hier ist mein schön altes Ding, was ich noch vorher dran hatte. Ich mal kurz an, wenn ihr guckt, also auch vom Profil her war das Ding schon wirklich 5 vor 12, also kaum noch was da. Und auch hier überall schon ist das alles sehr porös und nicht mehr so schön. Das Schlimme auch an diesem Reifen war, dass der extrem Luft gelassen hat. Denn ich habe hier bestimmt schon in der Zwischenzeit ordentlicher Nägel reingefahren.
Ich, warte mal, ich fahre mal weiter, bis ich es finde. Genau. Hier zum Beispiel, ich gehe jetzt mal dicht dran. Hier habe ich so eine Schraube, das ist so eine, die ist extra dafür gedacht, da wo Löcher drin sind, dass man die reinschraubt. Die hat noch so ein Gummizeug und die versiegelt ist. Also hier war auch ein richtig krasses Loch drin gewesen. Und dadurch hat der Reifen extrem viel Luft gelassen. Aber ich glaube auch trotzdem, dass auch am Ventil selber, in dem Bereich hier, der Luft gelassen hat. Und deswegen musste ich auch diesen Reifen alle 2 Tage aufboosten, weil der extrem viel Druck verloren hat. Ja, jedenfalls, wenn ihr mal gesagt, guckt, das Ding ist wirklich am Ende seiner Lebzeiten. Und es war wirklich bitter notwendig, dass er getauscht wird. Und deswegen habe ich einfach gleich die Gelegenheit genutzt, weil ja eh nächsten Jahr in 2 Monaten TÜV ansteht, das dementsprechend gleich zu nutzen und zu tauschen. Und so sieht er jetzt nachher aus. Sagt, jetzt werden wir das nachher mit allen Reifen machen. Achso, ich will euch gleich noch zeigen. Ich habe gleich noch 1, 2 andere Baustellen, die ich dann heute dementsprechend bearbeiten kann. Sagt, hier sind noch 1, 2 Bolzen, die sind extrem fest. Da muss ich mir noch Gedanken machen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt eine Lösung gefunden, wie ich so gelöst kriege. Jedenfalls, wenn ich jetzt nachher einmal drum herum bin, werde ich die Gelegenheit nutzen und werde mich noch um diese Stelle hier kümmern. Das ist nur wirklich in diesem, auf dieser Seite so schlimm. Und zwar hier in der Schweißfalst, man sieht es, hat ordentlich Rost angesetzt. Ich werde mal nachher eine Einblendung auch machen. Als wir drinnen den Innenraum gemacht haben, mussten wir auch alles rausschleifen und da hat auch der Rost angesetzt. Und genau in diesem Bereich ist halt Feuchtigkeit eingedrungen und hat den Rost praktisch in die Karosserie eingebracht. Da will ich nachher auch auf jeden Fall rangehen, das abschleifen, soweit wie es geht, damit Rostumwandler rangehen und dann, wenn das alles schön umgewandelt ist, nach 24 Stunden, nochmal mit Zaunlack überlackieren, dann ist das auch erstmal für die nächsten Jahre wieder safe. Wie gesagt, die Gelegenheit muss ich auch gleich nutzen, wenn ich hier dran bin. Aber wie gesagt, das kommt erst dann, wenn der Reifen ab ist. Das wird auch heute auch der letzte sein. Wird noch ordentlich Arbeit machen, aber das dann dazu später mehr, würde ich sagen. Gut, ich werde jetzt mich ranmachen, den abzulassen, mich an den nächsten Reifen ranzumachen und dann Stück für Stück jeden Reifen bauen. Ich werde das wahrscheinlich in so ein, 2 Speedbuilds laufen lassen. Gut, dementsprechend habe ich jetzt mal genug gelabert. Bis dann. Ja Leute, ich bin jetzt beim letzten Reifen und ich hole mich jetzt dazu. Ihr seht schon, ich habe jetzt schon Arbeitshandschuhe an und ich musste jetzt wirklich schwere Geschütze auffahren. Ich musste wirklich wegen den einen einzigen Bolzen, der will partout nicht runterkommen. Ich kriege das jetzt runter. Aber guckt, der ist jetzt auch schon, ich habe den übelst hart bearbeitet und er fängt an schon an den ganzen Kanten sich abzutragen und wird kaum noch anziehbar. Also war jetzt meine nächste Idee, mit WD-40 zu arbeiten, also da hinten, dass da ein bisschen Kriechöl hinterkommt, damit es geschmeidiger wird. Und ich habe gleichzeitig halt jetzt noch mit einem Heißlüfter die hintere Narbe praktisch erhitzt, dass sie ein bisschen ausdehnt, in der Hoffnung, dass sich die Schraube dann besser lösen lässt. Und ja, ich habe jetzt wirklich umfangreich da reingekloppt ohne Ende, also mit der Hitze, und dann mal angeschlagen. So langsam kriege ich es locker. Das heißt, ich sollte diesen Bolzen dann auch endlich rauskriegen. Das ist ein ganz schön gequält auf der Seite hier. Ich bin schon froh, wenn ich es raus habe, weil dann ist endlich eine Baustelle fertig. Und dann kann ich das Ding endlich abbauen und mich um den Rost hier kümmern, der hier noch ist, den ich vorhin euch gezeigt habe. Gut, in dem Sinne, ich werde erstmal mich hier noch weiter umquälen. Und dann hole ich euch dazu, wenn das hier endlich mal langsam ein gutes Ende nimmt. Bis gleich.
Ja, willkommen zurück. Ich bin gerade dabei, das Outro zu drehen. Eigentlich hatte ich was anderes geplant, so richtig schön mit B-Rolls, alles ein bisschen inszenieren, die neuen Felgen und alles hübsch, ne? Ja, das war der Plan. Hat so nicht geklappt. Ihr habt ja gerade gesehen, hier. Ich habe Warndreieck draußen, Warnweste und. Ich hatte gerade richtig Pech gehabt und gleichzeitig richtig Glück. Und zwar war hinten links, haben sich die Bolzen gelöst und während der Fahrt, 6 Stück, weg. Also. Ich habe noch richtig Glück gehabt, dass das Rad nicht abgefallen ist. Ich werde auf jeden Fall noch ein Foto einblenden. Ich habe noch ein Foto davon auf jeden Fall gemacht. Mein Glück war, dass ich noch einen Kameraden schnell erreichen konnte, der mir Werkzeug rausbringen konnte. Denn Werkzeug hatte ich auch nicht dabei, sonst hätte ich das relativ schnell fix machen können. Habe mir aus den anderen Reifen erstmal jeweils ein paar Bolzen geklaut, damit ich einfach dieses Rad hier wieder befestigen kann. Ist jetzt mittels 4 Radbolzen befestigt. Kommen nochmal welche im Zug. Ich habe schon extra nachbestellt, ganz schnell. Und in der Felge, hier sieht man nicht, ich werde die auf jeden Fall heute nochmal abbauen müssen, damit ich innen drin lackieren kann, weil hat einmal schön einen Riefen gezogen, praktisch da, wo das Rad abgefallen ist. Also wirklich eine Kurve mehr und ich hätte hier richtig nackig da gestanden. Ich habe richtig Glück gehabt. Ja, in diesem Sinne mache ich jetzt auch Feierabend, weil ich habe echt keinen Bock mehr. Irgendwie läuft das momentan gar nicht. Also ja, das ist alles ein bisschen suboptimal. Aber wie gesagt, Glück gehabt, Reifen sind dran. Ja, der Schaden hält sich dann mehr als in Grenzen. Also ich habe wirklich wahnsinnig Glück gehabt. Ich werde dann auf jeden Fall Werkzeug mitnehmen, wenn die von Prime kommen, die Bolzen, die dann wieder nachdrehen und noch reinschrauben. Gleich richtig nochmal festziehen. Ja, war ja auch genauso ein Ding. Man soll nach 50 Kilometer nachziehen. Problematisch ist, wenn du kein Werkzeug bei hast. Und die Strecke bis nach Hause und Kaserne sind halt ein bisschen mehr. Ich wollte es jetzt machen. Es war einfach eine halbe Stunde zu spät. Egal. Echt Glück gehabt. Die Reifen sind trotzdem jetzt dran. Wie ihr seht, hier sind 2 Bolzen, die ich geklaut habe. Hinten links oder in dem Fall rechts habe ich sie auch nochmal geklaut, sodass ich hinten 4 Bolzen habe. Ich werde die jetzt auf jeden Fall nachziehen. Das reicht auf jeden Fall nochmal, um bis nach Hause zu kommen, um dann die 9 Bolzen nachzulegen und dann einfach mehr Auge drauf haben. Und wichtig, Learning Lessons, Werkzeug bei dir haben, gerade so was Elementares. Ja. Wie gesagt, ich habe es eigentlich, ich habe ja genug Werkzeug, aber ich habe es halt nicht hier, also nicht zu Hause oder im Auto, sondern hier, weil ich ja hier baue. Gut, in dem Sinne, Schwein gehabt. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Nächstes Video geht auf jeden Fall in Richtung Innenausbau, weil da bin ich schon bei oder auch schon fast fertig. Und dann habe ich noch ein weiteres Video, denn ich habe noch einen Baufail, aber das kommt dann im 26. Video. Gut, in dem Sinne, Glück gehabt, Daumen hoch. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und bis dann, ciao.